Formel 1. Da sind wir wieder. Heute ist das Qualifying. Das ist ja spannend. Einen guten Tag! Qualifying! Natürlich wieder mit dem Sepp und dem Manu. Ist es bewölkt? Direkt ja, mal das Technik gucken. Temperaturen ja, bleiben vorerst. Vorhersage sagt kein Regen erstmal. Gut, jetzt geht es um die Startaufstellung. Nein, jetzt noch nicht. Also wir fahren also jetzt komplette Qualifying. Das heißt Q1, Q2, Q3. Jetzt ist es erstmal wichtig, unter die ersten 15 Plätze zu kommen. Ja. Richtig. Weil es gibt 5 Fahrer in Q1, die mit den 5 langsamsten Zeiten fallen raus. Und Q2 fallen wieder 5 raus. Und im letzten Q3 fahren die letzten 10 um die Pole Position. Eigentlich ganz einfach erklärt. Der Scheiße fährt, kommt schnell raus. Wer gut fährt, bleibt länger drin. Soll ich gleich in der Box bleiben? Oha. Warum fällt hier nicht raus? Das sieht nicht schön aus am Himmel. Nee. Aber es ist, glaube ich, kein Regen, was ich so sehe. Ja, okay, es wird aber kälter, was kommt denn danach? Es wird wieder wärmer dann. Also richtiger Regen kommt eigentlich nicht. Eigentlich. Ja, yep. Eigentlich. Du weißt aber schon, wo wir hier sind. Ja, ich weiß, wo wir hier sind, aber laut Radar kommt kein Regen. Oh, die Teile sind alle wieder bei 0%. Gibt's das ja. Im Multiplayer doch nicht? Nee, ich glaube nicht. Oder vielleicht werden sie repariert, keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Ja, da hat ja einer den Gummi von der Straße gekratzt, oder was ist hier los? So, schauen wir mal. Wo sind sie alle? Nein, oh, ist ich fast hinten drauf gefahren. Ziemlich dunkel, ja. Jetzt habe ich natürlich auch noch 2 Autos vor mir. Na klar. In der letzten Kurve schließe ich da natürlich auf. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schule den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert.
schlafen, ich muss hinter. Ja! Er drängt mich in die Boxengasse rein, ist das denn ernst? Ja, schön meine Runde verkackt. Wenn du da Fahrer vor dir hast, kannst du nichts machen. So, dann schauen wir uns mal die Daten an, wo. Also der Himmel, der sieht echt sehr dunkel aus. Ich wette mit dir, das Rennen ist im Regen. Oh Gott. Das wäre natürlich ein Saisonauftakt. Ja. Sind gerade 10 von 20 Uhr. Jetzt kommt immer so die Sonne durch die Wolken und die blendet irgendwo ein. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,28,6. Wer hat denn den mittleren Sektor? Gar keiner? Das ist ja interessant. Wie kann den gar keiner haben? Also nach Zeiten habe ich den, aber ist nicht lila eingedingsbumst. Gerade schlecht, Seppo. Ja, ich bin wieder gerade. Ich weiß nicht, wann ich rausfahren soll. Jetzt sind gerade über 7 Autos draußen. Okay. Bin ich wirklich der Einzige, der mit Supersoft gefahren ist? Ach ne, hier gucke. Ricardo fährt auch mit. Super soft. Deswegen ist er auch letzter. Komm schon wieder auch hinter denen raus. Bei mir wird jetzt ja angezeigt, dass du Sektor 1 hast und Sektor 2, ich habe Sektor 3. Ja, stimmt. Jetzt schauen wir mal Manu zu, was er hier fabriziert. Meine Zeit sollte eigentlich für Q1 reichen. 1,28,866, Marcel 1,28,522. Knappe Kiste. Sozusagen wieder gleichzeitig über die Linie gekommen. Manu, was machst du? Start üben oder was? Nee, ein bisschen vorlassen, wenn ich Platz habe. Achso. Lass dich ein bisschen fahren.
Aber aufpassen, dass du nicht blockierst, wa? Ja, von hinten, ich ja. Sogar hinter mir. Schön die Reifen runternuddeln. Schön warm halten halt. Gott sei Dank bin ich Ricardo nicht in den Kopf geballert, weil das wäre dann vielleicht wieder eine Kollision und da gibt es glaube ich keine Verwarnung und Qualify. Nee, ich habe gleich mal ein paar Startplätze zurück. Nur die anderen Zeiten fliegen natürlich noch gleich ein. Ericsson 1,38. 10 Sekunden schneller. Unklar, wir haben ja schon die KI auf schwer gestellt, auf 70. Ja. Carlos Sainz hat mich gekriegt. 1,28,810. Das wäre doch mal was, wenn der nur über Funk so ins Ohr quatscht. In der Kurve 1 muss es nicht Njong, sondern Njong klingen. Was? Bist du behindert? Njong. Da wählen wir noch an den Ehrenfunkspruch bei Raikön. Jimmy, du bist in Kurve 2 und Kurve 5 langsamer als dein Teamkollege und Kimi die ganze Zeit ja. Oh, Manu hat alle drei Sektoren geholt. Wenn ich einmal Platz habe, hole ich sie. So, was fahren die anderen hier so? Hamilton 1,33. Also man darf hier echt nicht nach den Namen gehen, wa? Nee. Mm-mm. Klar, es spürt noch ein paar kleine Fehler auf jeden Fall. Plus zwei Autos auf der Strecke, drei. Halt nur noch zwei. Fünf Minuten haben wir noch. Noch Chance für eine Runde, wenn ihr wollt. Oh, Temperaturen steigen. Um 1 Grad. Marcus, oder in der Box? Oh. In 90 Minuten fällt richtig Temperatur ab. Wo je? Aber das ist Qualifying sparbar. Ah, du weißt nicht, wie hier die Zeit gerechnet wird. Ist das Echtzeit? Ja, das ist keine Ahnung nach, was ja das. Da steht ja immer plus so und so viele Minuten. Bei mir gibt ja diesen Bildschirm immer durch diese Antenne durch. So, ich denke mal, die Zeit sollte lang für Q1. Ja, meine reicht auch locker. Denke ich mal auch. Es passt ja nicht eh. Wo kann ich mich noch verbessern? Sektor 2, eindeutig. Wenn ich für die Zeiten gucke, bin ich da nicht am langsamsten von allen. Hä? Du hast alle drei Sektoren. Ja, aber guck mal, ich bin nicht viel schneller als du jetzt. Bei den anderen schon, also kann ich im Sektor 2 noch verbessern. Ach so, ja. Bei den anderen bin ich ja immer einige Hundertstelsekunden vor dir.
Wen haben wir denn hier? Perez. Das Laborator ist auf jeden Fall kühler als beim Training. Ja. Hey, kommt da gerade die Sonne oder was? Aber das Ding so schön. Ist das ein Fehler oder? Sieht ihr das auch oder sieht das nicht? Ja, ich habe da auch manchmal, ich hatte jetzt auch während der Strecke immer so eine Sonneneinstrahlung gehabt. Also ja, ich sehe es nicht bei der Übertragung halt. Das sind ja teilweise Lücken. Blendet manchmal so in den Eis, gerade wenn du aus der dunklen Stelle rauskommst und dann ins Helle rennst. Perez wurde ausgebremst. Oh. Aber wie? Alter, was macht denn der? Der macht doch nicht mal Platz jetzt. Alter, Alter, Alter. Also Perez wird keine neue Zeit schaffen. Oh, die sind alle draußen, wa? Nee. Ja. Doch. Doch. 17 war das. 17:24. Außer die Hitler sind halt drin. Pass auf, jetzt schieben sie uns. Jetzt schieben sie uns alle runter. Voll aufs Brett gekackt. Das ist immer so, das ist immer so die Angst, die ich habe, weißt du, jetzt sind sie alle draußen. Was fahren jetzt für Zeit? Es ist unwahrscheinlich, dass jetzt alle so viel schneller sind wie wir. Ja, ja. Das wär übelst krass. Das war, wenn ich hätte die Zeiten, schossen sie schon langsamer. Marco Jean hat sich vor uns geschossen. Ehrlich? 1:28.315. Oh, heftig. Marcel, du hättest die Bestzeit geschafft, hättest du den Ultrasoft draufgegeben. Ja, ja. Obwohl der mit die Sektorzeiten, guck dir mal die Sektorzeiten an von Grosjean und von mir. Ja. Das ist irre. Nur der letzte Sektor, da verliere ich immer so einen Haufen Zeit, ich weiß nicht warum. Da kriege ich die Kurven nicht so richtig. Ich bin beim mittleren Sektor nicht mehr so schlecht. Waren zu viele Kunden noch für Q1? Sainz ist jetzt, ne, war der schon vor dir? Ja. Sainz? Nee. Eigentlich nicht. 1:28.8. Oh mein Gott. Alter, 10. Was? Alter, wie wir noch zurückgedrückt haben. Alter. 13. 26. Alter. Der war fast draußen gewesen. Alter. Also Leute. Oh, schau am Ausscheiden, Alter, ey. Wieso sind die auf einmal 2,5 Sekunden schneller? Alter, jetzt. Keine jetzt Ahnung. Aber guck mal, jetzt diesen. Wir haben gestern ein Qualifying gehabt, da sind Hamilton und alle so übelst langsam gewesen. Jetzt die passt. Top-Fahrer, Vettel, Hamilton, Bottas, Ricciardo. Alle vorne. Oh. Das ist heftig. Ach, halt gleich mal der 1:26. Ja, guck mal, Manu, wie schlecht du bist. Ja, ich bin so reden. Wobei zu Ricardo passt ja von der Zeit her. Eigentlich schon. Ja. Aber ich? Aber ich bin. Ich bin der Einzige, der mit Supersoft gefahren ist, war. Ja, die sind ja alle nochmal mit Ultrasoft raus. Ja. Ja. Vorfälle gab es keine. Gehen wir direkt ins Q2. Sicher gehen wir Q2. Eieiei. Bitte, jetzt. Wisst ihr, was das jetzt für ein Druck ist? Ja. Gib mir mal das Tablet. Den fährt keiner raus. Na los, raus mit euch. Geh den Scheiß an. Was ist mit dem Wetter los? Temperaturen sinken. Echt? Oh. Wow. Bitte Ferraris na, raus klar. Hier. Mercedes raus. Na wunderbar. Die fahren jetzt alle raus. Nee. Wir sind 4 Autos, die rausfahren. Also wenn ich jetzt nur schon vorne einer weg ist, das habe ich nicht gesehen.
sehe bloß auf der Karte 4. Also 5 mit mir. Die fahren alle raus jetzt. Die fahren alle raus. Na, jetzt ist ja scheiße, ja, sind ja hinter uns, aber. Eieiei. Alles ein bisschen auf dem Rad. Vor mir und Hamilton hinter mir. Na dann lass dich klein mitziehen. Ja. Hoppala, das wollte ich nicht. Oh, die Kürzette hinten ist nicht raus. Ganz leicht. Das passiert auch. Hast du auf Marker gestellt? Mhm. Ich bin einfach auf Schande. Ich gucke in, ich guck in deiner Folge nach, Junge. Hey, ich hab das auf Lager gestellt. Ich dachte, das wäre auf Standard. Hast du leider was auf Max? Max, ja. Verbrauchst du Haufen. Alter, das sind wirklich nur noch 3 Autos in der Box. Ja. Ich hab da so eine böse, ey. Schön. Aber waren wir am Abend oder waren es stetig so zu? Oh, Alter, na eben. Ui. Boah. Boah. Echt schwierig teilweise. Wie fragt man die Strecke hier auch nicht? Heule nicht schon wieder rumsuchen nach Ausreden. Komm, Luis, zeig mal, was du kannst. Oh, Alter. Oh, das habe ich hier auch noch Verkehr dazu gekriegt, ey. Komm, Sainz, du bist gerade rausgekommen, mach dich doch von der Ideallinie, Alter. Mann. Ja, jetzt knall ich voll hin drauf. Geil. Oh, Mann. Toll. Was das soll, Alter? Soll das doch beiseite fahren? Scheiße. Ah, das sind sehr schlechte Minuten. Ja, was macht denn der jetzt hier? Jetzt bleibt er in der Kurve stehen. Mann. So eine Birne. Oh, da lässt er ihn gucken. Ui.
fast einen Abhang gemacht. Oh, jetzt muss ich erst wieder warten, bis sie den Massa fertig haben. Der am Funk erzählt irgendwas von Schumacher. Von wem? Schumacher. Der Schumacher. Ja, der Streckenfunk-Heini da. So, was sagen denn hier die Zeiten? Aha. Hamilton fährt mit Supersoft. Gut, dann geht mir gleich der Treibstoff auch noch aus. Oh. Ei, ei, ei. Die Streckenverhältnisse sind halt gerade absolut nicht. Jetzt nicht von der Strecke her, sondern vom Licht. Kann nur besser werden. Ja. Ich glaube, ich schaffe neue Basezeit. Muss so sein. Wir sind auf P3 zurückgefallen. Oh mein Gott. So, schauen wir mal. Ah, Sektor 2. So. Huch. Na, freilich, drehen wir uns mal fast. Da guck mal ein bisschen zu. Feuer frei! Jetzt kommt eine Herausforderung. Also die Sonne ist echt brutal gerade. Ja, manchmal ist die echt komisch.
Gib's nochmal Vollgas. Ja! Wow! Wow. Also das war heftig. Also die Zeit war wirklich heftig. Na gut, ich sag dir, 6-2 verliere ich meine Zeit immer. Nein. Alter, hat doch gerade bloß durch Zufall mal gut gepasst, die Klon. Nicht, dass ich das regelmäßig hinkriege. Na, jetzt ist eh noch egal, am nächsten Qualifying. Naja. Aber wenn man das konstant hinkriegt, bringt das ja natürlich auch ein bisschen was. Naja, das schon. Manu, wie viel Zeit ist noch? 3 Minuten. Müsste ich noch für eine Runde ausgehen. Jetzt ist sogar eigentlich ziemlich wenig Verkehr. Ja, fahr gleich durch die Wiese. Komm, Baby! Drück noch alles raus. Ja. Neue Bestzeit? Ja. Oha. Ja, guck, 6-2, da verliere ich extrem. Boah. 6-2 verliere ich einfach alles. Jetzt kommt hinter mir das ganze Feld, ey. Und ich muss so langsam zurückfahren. Jetzt blockierst du alles. Na, bis jetzt sind sie noch nicht da. Na, guck mal hier mal zu. Ah, genau, jetzt sind 14 Autos draußen. Oh. Safe hast du schon erzählt? Mhm. Okay. Ich dachte, du bist noch hast du gar keine Zeit. Ah, also Sprit alle. Geringer Treibstoffmodus. Hä? Hinter mir die fahren alle übelst langsam. Du blockierst. Ich bin da unsichtbar. Oha, jetzt kommt dein heftigsten Stau gerade rein. Oh mein Gott. Scheiße. Jetzt ist ja alles. Oh, das wird schlimm jetzt, diese Runde. Oh. Alter, was hast du gerade gemacht? War es ein Abflug oder was? Er ist heftig hinten drauf gefahren. Oha. Richtig, naja, Verwarnung, Abklopfung. Hier sein, Junge, du Wichser! Jetzt ist er draußen, hast du Strafe auch gekriegt? Meine Fresse, Alter, ey. Geht der mir auf den Sack. Ja, 5 Plätze verursacht, ist mir scheißegal, ob doch ich hab seine Zeit versaut, ey. Meine Fresse, ey. Oh Mann, warum kann ich nicht aufs Timetable gucken? Keine Ahnung. Muss ich hier Ricardo zugucken? Ich kann Seefahrer wechseln. Ja, toll. Muss ich trotzdem zugucken. Sef? Rollt er noch? Ja. Er ist eigentlich in einer schnellen Runde, aber die Zeit ist versaut.
Oh, Sepp. Wenn sein Rad jetzt abgebrochen wäre. Alter. Ah, ich kann meine Box von hier aus sehen. Ja, stimmt, eine ist hier vorne, ja. Ja. Der schönen Österreich-Flagge. Pfui. Welchen Platz hat's denn, Sepp? 11. 11? Oh, 11 ist blöd. Und kriegt noch eine 3-Plätze-Strafe. Oha. Gut, das ist schlimm. Jetzt kann ich hier Fahrer nicht durchschalten. Ja, ist doch keiner mehr auf der Strecke irgendwie. Doch. Hier bin ich P7, aber. Hm. 30 Sekunden noch. Das ist echt doof, dass man hier nicht mehr umschalten kann, ey. Ja. Akustisch fahren hier noch Autos vorbei. Sehen tue ich aber keins. Weil, wenn ich hier in die Mercedes-Box gucke, da steht auch kein Mercedes drin. Stimmt. Jetzt mache ich den neuen besser und ich komme auch aus der 10 raus. So, 4 Sekunden noch. Und es ist aus. Aus, aus. Oh, jetzt ist nichts geändert. Ja, es war. Also Sepp. Ich hab's doch geschafft! Vor allem vor Vettel, 2 Sekunden. Oh, jetzt heißt es am besten. Wie hat es Ricardo geschafft, 7 Sekunden langsamer zu sein? Gab's da. Rennleitung, was steht da? Oh. Das ist schön. Gut. Gehen wir direkt zum Q3. Boah. Hui. Jetzt heißt das für mich, so gut es geht, Plätze gut machen. Ja, du brauchst mindestens, also bestens 5, weil sonst bringst du dir nichts. Oder? Am besten Pole. Wenn ich Platz 5 bin, dann brauche ich nicht weiterkommen. Natürlich, weil sonst bist du ja 15. Nein, wenn ich Platz 5 bin, bin ich auf Platz 10. Ja, eben. Aber wenn du jetzt auf Platz 10 bleibst, bist du auf 15 danach. Also musst du schon gut machen. Ja, ich weiß. Ich meine, wenn ich auf Platz 5 bin, brauche ich danach nicht mehr weiterfahren. Ach so, ja. Jetzt fahren sie wieder alle schön raus. Das gefällt mir gut. Steig mal kurz aus dem Auto. Das Klo ruft. Jeder Alter, hier ist wieder da. Hier ist ja gar keiner mehr in der Box. Also, keine Ahnung. Sehe ich nicht. Ja, stimmt, jetzt sind alle rausgefahren. Nur noch du und Sepp da drinnen. Ja. Dann warte ich noch ein bisschen, bis der Platz ist. Klebt in mir hier am Heck, Magnussen. Er steht auf dich. Der soll sich abmachen, keine Zeit mit dem zu spielen. So. Nein, ich bin mir zu spät rausgefahren. Nein, überholt mich jetzt. Ah, das ist kacke. Voll im Verkehr, oder was? Einer ist vor mir. Ah, kacke, ich bin zu spät rausgefahren. Einer geht ja, du kannst jetzt langsam fahren. Ich muss ihn überholen. Warum? Bei ihm ist alles frei. So. Ich war gerade nochmal drüben bei Toro Rosso. wegen dem Vorfall mit Sainz. Hast du einen Helm von Kopf geschmissen, oder was? Auch Gerüchte. Du nächstes Jahr zu den wechselst, oder? Nein.
Wir haben uns das bei mit der Rennkommission haben wir uns im Vorfeld noch mal kurz angeguckt. Mir geht es jetzt wichtig, die Zeit von Sainz zu schlagen. Du hast 1000 Euro auf den Tisch gelegt und das war's. Ich habe meinen Rennanzug ausgezogen, habe den auf den Tisch gelegt, habe gesagt, seht ihr das, wofür ich fahre? Nur für mich selber. Scheiß auf Teamkollegen. Und wenn du das dann wieder siehst, Carlos Sainz, erster Sektor, Spieler. Danke, Marcel. Danke, ist ja auch der Erste. Für mich ist das so wichtig, wie den Qualität zu gucken, kann ich wirklich ausfahren. Ich hätte nicht wieder kurzweise so Scheißverkehr vorher. Also jetzt fahr gerade nicht aus, sag ich dir also, gleich. Ja, das ist gerade übel. Oder fährst mit der alten Satz raus, dass ich nochmal einfährst. Ich weiß gar nicht mehr, was wir für eine Zeit im Q2 hatten. Ich hatte 1,30. Jetzt sehen hier nicht allen Ansatz zwei Autos von mir. Jetzt habe ich in den letzten Kurven zwei Autos. Nein, Kiesbett abgeflogen. Fuck, Mann. War fast eine Sekunde schneller. Oh. Ach, shit, ey. Ach. Mann. Eieieiei. Bist du schon raus? Jetzt. Ach, da rollte vorbei. Ich verkackt jetzt. Komm, Mann, das nervt mich immer ein bisschen, dass immer ewig warten muss, bis die ja alles dran gefriemelt haben an das Auto, obwohl das Display schon da ist. Einer auf der Strecke, Sepp, du hast freie Bahn. Ich hoffe nur, dass am Ende nicht wieder alle rauskommen. Genau, vor ihm kommen alle raus. Das war super, das wäre eine scheiß Entscheidung gewesen, wenn jetzt rauskommen. Denn jetzt, ey, ja. Jetzt natürlich mit der 5-Plätze-Strafe und Nacken natürlich jetzt echt hardcore zu fahren. Ja. Aber danach darfst du jetzt nicht gehen, Sepp. Nur mal eine Runde fahren.
Im Moment bist du Sechster. Nee, obwohl Fünfter bist du im Moment. Ach, fuck. Da bist du auch draußen. Und das gerade. Hä? Was hast denn du gerade gemacht? Runtergeschalten. Runde wird eh nicht mehr. Sprit sparen. Nee, das wird nichts mehr. Hast du mitgenommen? Nee. Ich mach den Auto nicht kaputt. Geh ja auch nicht an. Schade. Nicht nochmal rangekommen an die Zeit. Immer wieder ein Fehler in zwei Kurven.
Ja, mache ich auch manchmal. Oder zum ersten Mal eigentlich. Mensch, wer hat das doch fertig hier? Das geht mir mal auf den Keks, Junge. Wieder 2 Minuten warten. Oh, ist da draußen vorbei. Naja. Wie sieht's denn aus? Ja. Sepp 128. Aber oh, die wollen es nochmal alle wissen, wo? Das ist bitter. Ich habe jetzt. Jetzt muss ich warten. Muss nicht hinschießen. Laut Zeiten, ich denke mal, es kommen noch 2 über dich. Ja, laut Zeiten bin ich jetzt Dritter, heißt Achter. Nee, Fünfter. Ich immer so dran. Du bist momentan Fünfter. Schon eine Reihe hin. Wir können höchstens noch Hamilton und Bottas kommen, denke ich mal. Na, ich habe hier die Zeiten jetzt. Die ich jetzt hier bei mir stehen habe, da wäre ich Dritter. Hä? Nö. Bei den Zeiten, ich habe bei Manu 1,26, dann Magnussen 1,28, dann komme ich mit 1,28 und dann der Viertbeste ist bei mir mit 1,29. Du hast zum Beispiel bei mir eine Zeit steht 1,31. Das war bestimmt die letzte Runde. Jetzt freuen sie sich an, aber ich hatte sich auch nicht getan im Timetable. Oh, die sind hier alle in einem Feld, was ist da los? Guck dir das mal an. Oh, das war's. Ja. Oh, Sepp ist Fünfter. Sepp ist Fünfter geblieben. Ach, das war von 10. Also von 10. Keine Vorfälle, sehr gut. Keine Vorfälle. Mega. Also. Sehen wir uns morgen beim Rennen. Oh ja. Geht zwar ein bisschen lange die Folge, aber dafür ist es eigentlich nur spannend. Auf jeden Fall. So, bis denn dann. Tschüss. Ciao. Später. Tschüss.